Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch MOE von Mo Mitchell in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MOE von Mo Mitchell, das Ganze aus dem Jahr 2016. Jawohl, wir haben hier keine Box, sondern eine Deluxe Edition. Es ist das zweite Album von Mo Mitchell. Der Albumtitel MOE ist eine Abkürzung aus dem Englischen. Und zwar steht das hier für Music Over Everything. Und hier unten steht es dann auch nochmal in Deutsch. Und zwar steht hier Musik über alles. Also das hier so die eingedeutschte Variante. Wir haben hier eine Deluxe Edition, so ein Hardcover-Buch, in einem Rotton gehalten. Etwas Echtes, das ist das Label, etwas Echtes präsentiert. Mo Mitchell Premium Edition MOE, also der Albumtitel MOE ist auch gleich hier mit Mo Mitchell hier so, also doppelt verwendet worden. Dann haben wir den Interpreten abgebildet, am Lachen hier mit einer schwarzen Jacke. Auf der Seite lesen wir Mo Mitchell MOE Premium Edition etwas Echtes. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. Wir haben 14 Tracks plus 3 Bonus-Songs, also 17 Stück gesamt. Und wir haben Features aus dem Bereich Deutschrap mit dabei von Rapstar, Kool Savage und Seo. Hier oben lesen wir wieder Mo Mitchell rechts im Eck. Diesen haben wir hier dann auch nochmal abgebildet von hinten. Und dann hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommt uns hier entgegen ein Poster, zu dem kommen wir dann noch. Und dann haben wir hier dieses Hardcover-Buch zum Durchblättern. Also wir haben hier jede Menge Fotos aus Mo Mitchells Vergangenheit. Hier sehen wir so den Werdegang. Hier unter anderem Optik Takeover, hier noch zu Optik-Zeiten hier mit Kool Savage und den ganzen anderen Herrschaften. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zeitreise. Dann hier das erste Album, MMS von Mo Mitchell. Weitere Fotos. Und so zieht sich das jetzt hier durch. Also wir haben hier ohne Ende alte Fotos mit diversen Weggefährten, großteils aus dem Bereich Deutschrap, aber natürlich auch sehr viele Fans oder Konzertbesucher, mit denen er sich hier abbilden ließ. Also ihr seht selbst hier unter anderem wieder mit Kool Savage unten links. Jede Menge Fotos. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch eine umfangreiche Danksagung. Könnt ihr euch gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video, und diese Danksagung hier komplett durchlesen. Sie endet hier mit euer Morris Mo Mitchell. So, auf der letzten Seite, auf dem letzten Bereich hier, haben wir dann CDs. Und zwar haben wir hier einmal MOE Premium Edition. Schauen wir uns gleich an. Die kommt hier in Rot. So sieht das aus. Und dann haben wir auch noch zu dem Album die Instrumentals. Die kommen hier in dieser blauen CD. So sehen die aus. Also einmal blau, einmal rot. Das Ganze findet hier Platz in diesem Plastikhalter. Kann man hier wunderbar wieder reinmachen. Und dann kommen wir als nächstes zum Poster. So sieht das aus. Hier unten lesen wir wieder Mo Mitchell Musik über alles. Und hier dann das Foto, das wir kennen. Ich glaube, es ist genau das vom, genau, das hier von dem Backcover, von der Rückseite der Premium Edition. Und oben rechts im Eck gibt es dann wieder den Mo Mitchell Schriftzug. Also das Poster einseitig bedruckt im Hochformat.
Und es gibt noch einen weiteren Inhalt. Und zwar gab es hier dann noch einen zusätzlichen Boxinhalt, den ich euch allerdings jetzt nicht zeigen konnte. Und zwar machen wir das einfach jetzt kurz mit diesem Foto hier. Hier haben wir die Infos zu dieser Deluxe Edition. Hier haben wir den ganzen Boxinhalt, den ganzen Deluxe Edition Inhalt nochmal im Detail. Und wir haben hier einen zusätzlichen Inhalt, und zwar Mo's WhatsApp-Nummer. Also wir haben hier wie so ein goldenes Ticket mit dabei. Und zwar lesen wir hier in einer von 5 Editionen die WhatsApp-Nummer von Mo. Ja, also die hätte man auch dabei haben können. In meiner Edition, wie ihr gesehen habt, war sie nicht dabei. Aber die anderen Inhalte, die sind natürlich dabei gewesen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Edition befindet. Wir haben das gezeigte Poster hier, einseitig bedruckt, im Hochformat. Dann natürlich die ganzen Seiten hier mit den Fotos und die beiden CDs. Einmal das Album MOE und einmal die Album Instrumentals. Jawohl, all das in dieser wunderbaren Deluxe Edition bzw. Premium Edition von MOE. Von Mo Mitchell. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mo Mitchell unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.